Einen wunderschönen guten Tag zurück zu uns, mir, whatever. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das heute mal ein anderes Bild. Ihr könnt nämlich mal das Overlay von meiner PlayStation sehen, mit Hintergrund und allem. Ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir können jetzt regelmäßig WWE spielen. Die schlechte Nachricht ist, ich habe einen Ordner mit PS Plus gemacht und schaut mal, was los ist, genau das. Jedes einzelne Spiel, was ich hätte gerne spielen wollen, geht nicht, weil ich dafür PS Plus brauche. Das heißt, Control und Final Fantasy sind jetzt erstmal auf Eis gelegt, das heißt pausiert, bis ich was anderes finden kann. Subnautica wird weitergehen, definitiv. Das habe ich, da brauche ich, das habe ich gekauft, genau wie Resident Evil 4, aber das kennt ihr alle schon. Und Tekken 7, da habe ich auch schon die Story durchgezockt und das kennt ihr auch schon alles. Die zwei zocke ich nur noch für mich privat. Ja, genau. Also ich hatte eigentlich vor, Control heute durchzuspielen, aber da hat meine PlayStation einfach mal gesagt, so, ja, nee, geht nicht. Weil mein PS Plus ist ausgelaufen und ich habe leider auch kein Geld, um es zu erneuern. Deswegen werden jetzt vermehrt Wrestling-Videos kommen. Ich werde ein WWE 2K 15 Video machen, dann werde ich ein 2K 19 Video machen und dann ein 20er. Ich will die drei Teile jetzt einfach mal vergleichen. Miteinander, mit Grafik, Handling und auch Matchart. Genau. Ja, genau. Das war's dann eigentlich auch schon. Es tut mir leid, ich werde mich melden, sofern beides wieder weitergeht. Final Fantasy wie Subnautica. Control, meine ich. Subnautica geht eh weiter, dann nehme ich heute noch ein paar Parts auf. Und ja, also seid mir bitte nicht böse oder so. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und wir hören und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!